Na, wer hat hier meine Drogerie-Hall vermisst? Oder vielleicht TK Maxx Hall? Also, diese volle Box mit Drogerie-Hall, Rossmann und DM. Diese Tasche, das ist TK Maxx. Also, und das, obwohl ich war mit Absatz, es hat trotzdem 6 Stunden gedauert. Bekloppt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Nathalie und heute ist Haul, Beauty Haul, Drogerie, Rossmann, DM und TK Maxx. Und es hat Spaß gemacht, obwohl ich war sehr hungrig und der Mann an die Kasse hat schon gelacht, als er mich mit allen Tüten gesehen habe. Ich habe hinter mir einen Rucksack voll mit Kosmetik aus Drogerie. In einer Hand war eine Tasche, in der anderen war Tüte voll mit TK Maxx Sachen. Und das war schon zweite Runde an die Kasse, weil ich wollte schon fast draußen gehen. Aber doch, ich habe auf dem Weg etwas gefunden und er lacht. Und er sagt, was los? Und ich stand so vor ihm und sage, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Er hat total gelacht. Er sagt, na, shopping? Ich sage, ja. Mädels, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass ihr werdet auch mit mir jetzt Spaß haben. Deswegen, wir werden jetzt anfangen. Und ich denke erstmal mit TK Maxx, weil da sind mehr große Sachen und dann die kleine. Wir lassen zum Schluss, Drogerie Haul. Aber als erstes, ich wollte trotzdem mit neuer Lippenstift anfangen. Denn ich habe, beziehungsweise Lippengloss, denn ich habe bei TK Maxx für mich gekauft. Also wir werden heute etwas testen und los geht's. Habe ich euch schon gesagt, das Video wird sehr lang wahrscheinlich und ich würde euch empfehlen, ja, wie eine erfahrene Beauty-Blogger, eine Tasse Kaffee oder Tee vorbereitet und am besten etwas Leckeres zum Essen. Ich wollte nicht, dass ihr auf mich sauer seid, dass ich wieder euch etwas Leckeres zeige und dann vielleicht vor der Kamera essen. Aber ich denke, ich würde heute vor der Kamera nichts essen, ja? Ich versuche durchhalten. Gut, ich habe euch versprochen, wir fangen mit einem Lippenstift bzw. Lippengloss an von Lime Crime. Ich habe über diese Lippengloss und über diese Marke bzw. so oft gehört und alle sind begeistert. Außer mir, weil ich habe als Beauty-Blogger bis jetzt nicht probiert, nicht getestet von dieser Marke. Da war nicht große Auswahl und deswegen ich habe entschieden, ich nehme wenigstens eine, um zu probieren, was ist das denn, ja? Was ist für Qualität und ich hoffe, dass die Farbe ist okay. Übrigens, ich habe dafür 5,99 € bezahlt und normaler Preis, übrigens, ja? Ja, ich weiß jetzt warum, ich habe bis jetzt das noch nie gekauft. 24 26, na okay, komischer Preis. Ja, das sieht so schön aus, diese Verpackung. Also, so wie das alles sieht aus, vermutlich, das wurde schon von anderen Mädels reingeguckt. Und die Farbe sieht so aus. Ich weiß nicht, wie kann ich Mädels bitten, bei TK Maxx nicht solche Produkte, Make-up-Produkte, die vor der Hygiene auspacken, gucken, testen. Also, wirklich, es ist so. Ist so ekelhaft, also ganz ehrlich. Okay, ich habe das in Farbe Fieber Lip Liner, habe ich schon aufgetragen und das ist von meiner Lieblings, ich zeige euch in jedes Video, von Essence Soft Präzise Lip Liner im Nummer 05, also ich kenne das schon auswendig und ja, ich weiß nicht, ob das wird zusammenpassen, aber wir sehen das jetzt zusammen. Also das hat einen Schwamm, sieht ein bisschen dreckig alles aus, naja, okay. Wow, sehr, sehr, sehr cremig und riecht sehr gut. Also diese Lipglosse von Lime Crime soll sehr langhaltig sein, also sehr fest. Okay, ich denke, die Farbe ist wirklich sehr schön. Auf dem Kamera vielleicht sieht das ein bisschen anders aus. Ich versuche jetzt Beleuchtung auszumachen, damit ihr könnt das beim Tageslicht noch sehen. Das sieht so aus. Es ist wunderschöner Farbton. Kalte Richtung, passt zu meiner Make-up heute sehr gut, aber dieser Metall-Effekt auf die Lippen mag ich nicht so gerne, benutze ich fast nie. Erstmal, weil die machen Lippen ein bisschen kleiner und zwar betonen mehr Falten und Schuppen, wenn ich habe, und ich habe Schuppen auf die Lippen und das sieht wie Hühnerpopo jetzt, ganz ehrlich. Boah, es ist schon trocknen.
Es ist schon absolut trocknen. Angenehmes Gefühl, aber ich merke, meine Lippen sind trocknen geworden. Qualität gefällt mir trotzdem super gut. Man fühlt diese Lippengloss auf die Lippen überhaupt nicht. Außer dieses Gefühl, dass Lippen trocknen sind. Vermutlich nächste Mal, ich muss Lippenpflege sehr viel auftragen und dann wieder probieren. Es wird bestimmt nicht meine Lieblingslippengloss. Kann sein, dass ich wurde eben selten benutzen. Ich finde schon sehr interessante Produkte. Und wie gesagt, es ist so gut jetzt ausgetrocknet. Mein Gott, super. Also es sitzt jetzt und wahrscheinlich wird bis abend so bleiben. Also, okay, das ist meine Lippengloss für heute. Dann müssen wir durch. Okay, ich habe jetzt ein bisschen zu viel über diese Lippengloss geredet. Jetzt nächstes Produkt. Und das ist eine Bademantel von Marke Donna Karan. Im Grau Farbton für meinen Sohn. Vielleicht die Farbe nicht das Beste, aber mir hat Qualität sehr gut gefallen. Also das ist wirklich so weich, so kuschelnd und ja, sitzt bei ihm sehr gut. Also ich habe hübsche Sohn, deswegen ihm steht jede Farbe. Ihr kennt das bei TK Maxx, das ist so, dass wenn man etwas sieht, aber vielleicht die Farbe nicht dein Wunsch ist, ja. Man könnte das trotzdem mitnehmen, weil die Preise meistens sind sehr gut. Und wie gesagt, es ist gute Qualität und sehr gute Marke. So, ja, Donna Karan. Ich habe Badeanzug von dieser Marke. Bin ich total zufrieden. Und es ist eine lange Bademantel und es kostet 29,99. Also, er hat schon das gesehen und er war wirklich sehr glücklich. Ja, Dankeschön und ein Kusschen habe ich bekommen. Ich denke, ich war wieder sehr hungrig. Es ist schon traditionell. Ich habe euch schon erzählt, es ist unglaublich, es ist unnormal. Ich habe überall bei Drogerie und bei TK Maxx Süßigkeiten gekauft, wieder für meinen Sohn. Ich habe Lust für ihn was Leckeres kaufen. Und ich habe schon diese, wie heißen die? Meister, na gut, okay, ihr kennt das. Das ist meistens zum Winter, ja, diese Aktion kommt. 2,79 € hat gekostet. Also, wenn er jetzt plötzlich bekommt Appetit, ja, so selber schuld, ich habe euch gesagt. Bitte nehmt etwas Leckeres, etwas Süßes zum Essen. Ich denke, fast jeder Kind mögt diese Oreo. Es ist nicht meins, aber 2,49 € für den ganzen Paket. Mein Sohn hat das, ja, gesehen, hat sich gefreut und ich habe gesagt, kannst du bitte morgen Video drehen, weil ich wollte endlich das essen. Weil natürlich, wenn ich etwas kaufe, ich lasse das immer in Tüte, damit ich nachher nicht sammeln muss im ganzen Haus. Oh das, das habe ich gekauft. Wow. Es ist ein Geschenk für eine Person aus meiner Familie. Gott, ich hoffe, die wird das nicht sehen. Die wird mein Video nicht sehen. Okay, es ist ihre Lieblingsduft, alle Lieblings. Und ich habe sie versprochen, dass zum Weihnachten ich würde sie eine Parfum schenken. Ich habe sie gefragt, was würdest du dir gerne wünschen? Sie hat mir gesagt, ah, Elisab am besten, das ist mein Lieblings. Ich habe schon einmal Elisab für sie geschenkt, aber dieses Mal, ich wollte etwas anderes. Aber als ich habe diese wunderschöne Box von Elisab gesehen und wenn ich sehe diese Menge, 90 Milliliter plus 10 Milliliter, diese kleine Reiseflasche dabei und noch eine Schmuck dabei und das alles zusammen kostet 49,99, also 50 €. Oh, natürlich, das soll mit. Ich zeige euch, wie das alles drin sieht aus. Selber diese Verpackung ist so, so gut. Ich liebe diese Duft bei anderen Menschen, wenn sie benutzen. Ich finde wunderschön. Aber selber, ich kann leider das nicht ertragen. Ich habe Gefühl, dass diese Duft macht mich so fertig. Ich weiß nicht wieso. Aber mir gefällt bei anderen Leuten. Und das sieht so aus. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Seht ihr, das ist diese 90 Milliliter, dann eine Reise, das ist Eau de Parfum und dann noch eine Armband. Super, oder? Also, ich freue mich schon. Ich denke, ich freue mich mehr, dass sie dieses Geschenk zu Weihnachten bekommt. Ich habe bei TK Maxx auch Pflegeprodukte gekauft. Ehrlich gesagt, ich war sehr traurig. So traurig, nein, aber ein bisschen doch, als ich gesehen habe, dass diese Marke war aktuell bei TK Maxx und ich habe leider das verpasst und ich
habe wenigstens das genommen, was da übrig geblieben ist. Ich habe schon gehört, bestimmt bei mir, dass einige Produkte von Marke Filorga ich liebe. Besonders Mesa Mask, die ist eine Wunder. Ich wollte die wirklich nachkaufen, aber irgendwie komme ich nicht dazu, immer noch. Und da war, was ist übrigens super für die Leute, die haben von dieser Marke noch nichts probiert und wollen wenigstens erst einmal testen. Da war solche Sets. Ich habe mir 3 Stück gekauft. 2 davon sind eine Sorte und dann andere Sorte. Ja, also, was habe ich mir hier gekauft? Oh Gott, wie kann ich das lesen? Filorgas Best Skincare Einwegprogramm. Das sieht so aus und wie ihr seht, das hat mir 3,99 € gekostet. Hier ist drinnen Optim Eye Creme. Also deswegen habe ich diese Sets gekauft, weil hier sind Augencreme und übrigens 4 Milliliter. Das reicht für lange Zeit. Deswegen, ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann Time Filler. Wollte ich schon lange probieren. Das ist eine Creme und Mesa Mask. Also Time Filler 7 Milliliter, Mesa Mask 7 Milliliter. Deswegen habe ich mich richtig gefreut. Davon habe ich mir 2 Sets gekauft. Ich wollte natürlich euch zeigen, wie sieht das auch drinnen aus. Also das sind so kleine Tuben. Die sind so klein. Das ist bestimmt für die Augen, oder? Nein. Ja, genau. Das ist für die Augen. Diese Optim Augenkontrollcreme. Super. Also bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und andere Sets, das ist Lifting-Effekt Einwegprogramm, kostet auch 3,99 €. Ja, sieht gleich aus. Und hier ist eine auch Creme für die Augen, 4 Milliliter, Liftstrukturcreme, also mit Lifting-Effekt und Sleep-Lifting-Creme. Also freue ich mich richtig, auch zum Schlafencreme. Testen. Also das funktioniert wie eine Sleep Mask. Übrigens, wenn ihr von dieser Marke noch nichts gehört habt, dann ganz kurz. Es ist eine professionelle Marke, aber mehr in medizinische Wirkung. Die haben Idee, sie wollen etwas entwickeln, was wirkt wie eine Alternative für Botox. Andere operative Einmischung, damit wir schnelle Effekt bekommen. Lifting-Effekt oder glatte Hauteffekt. Übrigens, dieser glatte Hauteffekt macht Mesa Mask momentan Effekt. Ich liebe diese Maske, obwohl meine Freundin hat auch nach meiner Empfehlung Mesa Mask auch gekauft und irgendwie sie war nicht begeistert. Sie sieht kein besonderes Resultat. Weiß ich nicht wieso. Also bei mir, ich habe das Besonderes gesehen auf dem Hals. Also hier habe ich ein paar Ringe auf meinem Hals, also richtige Falten. Ich habe da extra aufgetragen, damit ich das Wirkung sehen könnte, damit ich wirklich sehen könnte, wird das wirklich die meine Falten glatt machen und das funktioniert bei mir so. Und es macht sehr frische Effekte auf Gesicht. Ob ihr habt 24 Stunden geschlafen. Also deswegen. Ich persönlich liebe diese Maske sehr. Na gut, ich bin wirklich sehr zufrieden, diese 3 Sets zu haben und besonders, dass jeder hat eine Augencreme. Das bedeutet, insgesamt, ich habe hier 12 Milliliter Augencreme. Guckt ihr, es ist schon fast eine Tube. Ja, normale, originale Tube mit Augencreme, Standard kann man so sagen, das ist 15 Milliliter. Und hier habe ich schon 12. Ja, für 12 Euro. Also für das alles habe ich 12 Euro bezahlt. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Und bei Filorga, ich habe diese Tuchmaske auch entdeckt. Ich habe davon noch nie was probiert. Also Tuchmaske von Filorga. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut. Und das waren die letzten 3 Stück. Und ich habe die alle 3 mitgenommen. Wieder eine Time Filler Mask. Die kostet auch 4 Euro. Also, ja, die sieht so aus. Ich habe gehört, die müssen Bombe sein. Die müssen richtig gut sein. Davon habe ich 2 Stück genommen. Also alles, was da übrig geblieben. Dann Hydra Filler Mask. Das bedeutet, die funktioniert, wenn man Hyaluron spritzt. Versteht ihr? Das Haut wurde aufgefüllt, wie aufgepolstert von außen. Nee, von innen. Genau. Von innen. Ehrlich gesagt, Inhaltsstoffen, ich denke, ich habe nicht angeguckt. Ganz ehrlich, nein. Aber ich würde irgendwann mich melden und euch Bescheid sagen, ob ich zufrieden bin. Alle Produkte kann man online bestellen. Und selber Filorga auch bietet diese Sets zum Testen auch online. Ihr könnt auch kleine Sets da online kaufen. Okay, doch. Ich habe Inhaltsstoffe jetzt extra eingeschaut, damit ich
euch ein bisschen informieren könnte. Also, vorne in dieser Inhaltsstoffenliste steht bis jetzt alles okay, nichts Schlimmeres. Mir gefällt, dass fast ganz oben kommt Hyaluronsäure und Kollagen. Das ist schon sehr gut, weil meistens viele Firmen schreiben Hyaluronsäure und das kommt ganz unten. Also da ist auch vielleicht 0,001% davon. Es ist nur einfach, damit man könnte auf dem Verpackung schreiben dürfen, Kollagen oder Hyaluron, ja? So, hier ist wirklich, es steht angemessen oben. In die Mitte steht leider Parfum, richtige Parfum. Hier gibt es nicht so gute Benzylalkohol, aber Gott sei Dank, das schon geht unten. Kann sein, dass ich wollte davon nichts merken. Warum ich habe diese Maske trotzdem gekauft, obwohl ich weiß, dass sie haben ab und zu Alkohol und Parfum und so weiter, weil ich schon etwas davon getestet habe, wie gesagt, ja, von dieser Marke und bis jetzt, ich war total zufrieden, deswegen. Hier gibt es auch Lactic Acid. Lactic Acid, das ist Milchsäure, die von einer Seite funktioniert auf unsere Haut wie eine sanfte Peeling, von anderer Seite spendet Feuchtigkeit. Also deswegen, ich freue mich immer, wenn ich sehe eben einige Produkte Lactic Acid. Es steht wirklich ganz unten fast, deswegen es ist sehr mild. Und Lactic Acid Säure passt für jede Hauttyp, selber für empfindliche Haut mit Rosazea und mit Kuperose. Ich habe das extra meine Kosmetikerin aus der Ukraine nachgefragt, die kennt sich um Inhaltsstoffe wie keine andere. Weiter wieder mit Süßigkeiten, ja, so zwischendurch, damit für euch ein bisschen süß wird. Ich weiß nicht, mir hat, ich denke, diese Verpackung angesprochen. Bonami, Petit, Tradition, Fresh, Sponge, Lake. Also das ist bestimmt sehr lecker zum sein. Das ist wie eine Keksen, ja, so sieht aus. Karamellwaffel habe ich auch mitgenommen. Mein Sohn liebt das sehr, für mich das ist zu süßlich. Und das kostet auch 2,79 €, wie gesagt, Standardpreis. Und an die Kasse der Mann war auch ganz lieb. Ich vermute, er ist eine Türke und er hat mir sofort einen Tipp gegeben. Nimmst du diese Keks, packst du auf dem heißen, übrigens, es passt zusammen, ich habe gerade eine Tasse, heiße Tee. Gott, nein, packst du eine Waffel auf heiße Tee oder Kaffee drüber, Karamell wird sich schmelzen. Und er sagt, es schmeckt noch besser, es wird noch mehr warm und Karamell, dieser Schmelz. Wisst ihr, was ich habe ihm geantwortet? Sie sind so tolle Beraterin, ich komme zu Ihnen wieder. Ich habe sofort über meine Beine vergessen, dass ich Ersatz habe, dass ich bin schon 6 Stunden unterwegs. Also, na gut, weiter. Endlich, ich habe für mich was Passendes gefunden für meine Küche. Also diese 2 Dosen, die sind aus Metall. Oh, jetzt Sonne scheint. Also ich liebe es. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles sehr gut sehen. Ich gehe im Schatten. So, genau, ich gehe im Schatten. 6,99 € pro Stück. Eine für Tee. Ich bin Teetrinker und ich brauche normalerweise nur eine Dose für schwarzen Tee und für Zucker. Und was wollte ich noch sagen? Jo. Ach ja, das passt perfekt für meine Küche. Also unsere Küche hat ungefähr diese Farbe, aber mehr, wie heißt der mit dieser großen Nase? Eiffel. Eiffelbein? Ich habe vergessen. Und weiter kommt jetzt Drogerie. Ja, yeah. Und ihr seht schon, ja? Chips. Wenn ich gehe an die Kasse, ich gucke trotzdem links, rechts. Ab und zu greife ich auf dem Weg etwas. Also das wurde so alles richtig im Laden angestellt, wisst ihr? Also das, wenn man zur Kasse geht und denkt, man ist schon endlich fertig mit seinem Shopping, man wird trotzdem etwas finden. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Na gut, diese Schwämme habe ich auch mitgenommen von Rossmann. Ja, also nichts Spektakuläres. Boah, ich habe nur ein Wort gelernt auf Deutsch. Okay, Praline. Die habe ich auf dem Weg zur Kasse gesehen und die war reduziert auf 1 € etwas 79 oder so. Und dann habe ich sofort 2 Packungen genommen. Ja, hier zeige ich euch noch eine, weil eine ist schon geöffnet. Aber ehrlich gesagt, andere, die kaufe ich von Aldi, ehrlich gesagt, geschmacklich gefällt mir doch mehr. Dann für meinen Mann und seine Augenbrauen
schneiden, kurz machen. Eine kleine Kamm, endlich, ich habe nicht vergessen, was ich wirklich brauche. Ihr wisst ja, dass für Männer man soll keine Augenbrauen zupfen, auf keinen Fall. Man sollte, ich wollte das nicht öffnen. Also ich mache das einfach mit Kamm, mit dieser ganz dünne. Und dann ich mache eben ein bisschen so nach oben Bürste und dann mit Schere gehe ich durch. Also und für die Katze, also das ist nicht für meine Katze, weil meine Katze ist, naja, ja, sie ist alles. Sie ist alles, aber sie darf das nicht. Ich habe einen Hund. Ich habe diese zwei Sachen gekauft. Das ist also für eine fremde Katze. Ich denke, die müssen das lieben. Das ist Leberwurst. Also selber mein Coco auch liebt sowas. Aber für Hunde natürlich. Und ich habe ehrlich gesagt von Futter für die für Tiere keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass ich habe was Gutes gefunden. Und dann von dieser Echo auch Geschichte. Ja, so etwas muss wirklich sehr gut sein. Wild, Land, Adult, Fasan und Huhn. Jetzt schminken. Na, schaut ihr noch ein bisschen. Ich habe meine Lieblings-Foundation von NYX, Born to Glow, in Farbe jetzt Vanille genommen. Also ich habe euch in meinem Video gezeigt, dass ich habe diese Foundation gekauft, aber das war in Farbe Porzellan. Und ich habe zu Hause festgestellt, es ist zu hell. Es ist wirklich zu hell, weil für den Mensch, für wen ich wollte das schenken, hat helle Haut, aber irgendwie nicht so helle. Und Porzellan hat eine Rosé-Unterton, also gefährlich. Ich mag sowas nicht. Ich denke, naja, für wen wird Porzellanfarbe passen? Für die Leute, die haben mehr gelbige Unterton auf dem Haut. Der braucht ein bisschen mehr erfrischende Effekte auf dem Haut. Der andere war übrigens neu. Ich habe ihn nicht ausgepackt. Die sind hier versiegelt alle. Deswegen, ich könnte ohne Probleme das umtauschen. Also, und jetzt, ich habe Vanille. Vanille ist super. Ich habe persönlich Vanille warm, bisschen tick dunkler und mehr in gelbe Richtung. Also warm Vanille geht mehr in gelbe Richtung und das ist mehr so neutral beige. Richtig wunderschöne Farbe für die Leute mit heller Haut und würde passen für besonders super gut für trockene Haut und für Mischhaut. Es ist auch meine aller Lieblings-Foundation aus Drogerie. Also ich habe noch meine Lieblings-Catrice. Ihr werdet das auch sehen. Und das ist auch meine aller Lieblings. Aber der macht mir frische Look und hält nicht so lang. Catrice hält bei mir viel länger. Catrice ist für mich eine Alternative für Estee Lauder Double Wear. Aber für ganz kleinen Preis. Also wirklich, ach, Halleluja, Catrice, ihr habt echt ein Wunder für mich gemacht. Ja, so, und jetzt, wo ist mein Foundation? Ich habe ihn jetzt versteckt. Moment. Übrigens, ich sehe, dass ich würde für euch vielleicht etwas noch probieren. Nicht ganz, aber wir sehen. Ja, zwei Flaschen von Catrice. True Skin Hydra Foundation Lancouver würden passen für Mischhaut und für ölige Haut. Leute mit trockener Haut sind nicht so ganz zufrieden. Je nachdem, wenn ihr habt trockene, normale Haut, kann sein, dass ihr wieder zufrieden. Ich habe euch einmal gefragt und viele haben mir zurückgeschrieben, dass auch wenn sie trockene Haut haben, sie sind trotzdem zufrieden. Aber meistens Leute mit trockener Haut kommen damit nicht klar. Dieses Mal, ich habe gekauft in Nummer 30 Neutral Sand. Und davon habe ich zwei Flaschen gekauft. Also beide sind 0,30. Heute benutze ich diese Foundation und es passt mir perfekt. Es ist genau 1:1 zu meiner Hautfarbton im Nummer 0,20 Warm Beige. Also das ist meine erste Flasche, was ich mir gekauft habe bei Catrice. Übrigens, Video zum diese Foundation ich habe extra auf meinem Kanal. Ihr könnt ganz gerne vorbeischauen. Ich habe hier jetzt drei Flaschen. Eine, ich wollte im Nummer 030 verschenken. Und eine Farbe im 020. Ein bisschen zu dunkel für mich. Aber Gesicht, meine Haut sieht mit dieser ein bisschen dunkle Farbe so schön. Deswegen, ich würde trotzdem diese Farbe tragen. Zum Beispiel im Winter auch sehr gerne, weil da sieht meine Hals nicht mehr. Ja, Hals und Dekolleté. Kann das nicht vergleichen. Bei Catrice, ich habe neue Lip Liner gefunden, aber sehr interessant, weil das ist Aqua Ink Lip Liner. Da gibt es 8 verschiedene Farbtöne. Ich habe für mich diese beide ausgesucht. Eine hier mehr Nude Farbton, das ist im Nummer 010. Diese wunderschöne warme Orange Koral.
Ich denke mir, Karal farbt schon im Nummer 090. Okay, was ich wollte euch sagen, natürlich, als ich nach Hause gekommen bin, ich wollte unbedingt wenigstens das Swatchen auf meinem Hand. Ich würde das gehen doch jetzt abwaschen und ich würde probieren, nur eine davon, nur diese Nude Factor. Wisst ihr wieso? Seht ihr noch diese Swatch? Das habe ich gestern aufgetragen. Gestern. Und es ist noch da. Ich habe gestern diese im Nummer 090 Pink aufgetragen auf meine Hand. Also der andere Nude habe ich auch aufgetragen. Aber den habe ich abgewaschen. Also das geht einigermaßen weg. Aber diese Pink, es bleibt bis heute. Es ist unnormal. Es ist unnormal. Ich habe gestern versucht, mit Micellenwasser wegmachen. Hab nicht geschafft. Mit Öl zwei Phasen für Augen-Make-up entfernen. Nichts geschafft. Ich habe mich natürlich gestern und heute geduscht. Ja klar, es ist nicht, dass ich habe mich nicht geduscht. Mit Seife gewaschen Hand. Es geht nicht weg. Deswegen, denn ich habe Angst heute für euch zu testen, weil ich habe Angst, dass ich muss diese Farbe wochenlang auf meine Lippen haben. Okay, endlich, ich muss euch zeigen, wie sieht das aus. Fühlt sich wässlich und nee, ich habe davon Angst. Es tut mir leid, Leute. Aber ich denke, für euch ist schon genug Feedback, wenn ihr bereit seid, dass eure... Wenn er wird sitzen so lange auf eure Lippen und ihr könnt das nicht wegmachen, dann könnt ihr natürlich das kaufen. Aber für die andere wie ich, nee. Nein, also nicht. Nee. Ich habe noch ein paar Sachen, was ich wollte euch zeigen jetzt. Und dann zum Schluss, ich würde mit euch zusammen diese im Nude-Farbe Lip Liner testen. So, ich muss erstmal Sonne ausschalten. Also ich habe Gardine jetzt schon gemacht, weil ich könnte das weiter nicht filmen. Okay, ich habe wieder zum Verschenken Blush von Essence aus neuer Kollektion im Nummer 030. Ich liebe diese Blush. Es ist eine Pfirsichton. Also das ist neu, was ich gekauft habe und das ist meine, was ich jetzt benutze. Es ist eine Farbe, die würde jedem passen. Das ist so eine natürliche, schöne Pfirsichfarbton. Es ist wunderschön. Also ich liebe diese Farbe. Ich könnte euch empfehlen. Qualität ist Bombe. Sehr einfach zu verblenden. Sehr gute Pigmentierung, aber nicht so intensiv. Deswegen man könnte das langsam aufbauen, ohne einen Fleck zu lassen. Okay, das Beste zum Schluss, oder? Na gut. Lidschattenpalette. Wieder von Essence. Diese Konnichiwa Tokyo. Das habe ich gekauft zu verschenken. Ihr seht, das ist noch eingepackt. Weil die ist so gut. Ich habe mit dieser Palette schon für euch zwei Videos gemacht mit drei verschiedenen Make-up-Look. Also ihr könnt dann hier auf der Buchstabe i drücken, wenn ihr wolltet dieses Make-up-Tutorial sehen. Und ja, von BH Cosmetics habe ich auch diese Palette gekauft. Wie heißt die übrigens? Beautiful in Barcelona. Genau, 16 Color Shadow Palette. Sie sieht so aus. Wirklich wunderschöne Palette. Als ich habe die im Laden geswatcht, wow, wie tolle Qualität. Aber es ist für uns nicht neu. Ja? Ihr habt schon bei mir mit dieser Palette Video gesehen. Das ist von Alicia Marie. Die ist super gut. Also, und Qualität ist das gleich so, so gut. Ja, das ist Alicia Marie. Und wenn ihr wolltet auch Video Make-up-Tutorial mit dieser Palette sehen, ihr könnt dann wieder hier auf dem Buchstabe i drucken. Wenn ihr natürlich dieses Video wird zum Ende, dann könnt ihr ja vorbeischauen. Und wie gesagt, diese Palette hat mich sehr angesprochen, aber das ist nicht für mich. Es ist zum Verschenken. Seht ihr? So toll eingepackt. Also ich finde schon selber Verpackung ist wunderschön. Mit auch wieder einem Spiegel. Also Spiegel. Und die Farben. Ach. Die Farben sind super. Ich finde diese Palette überhaupt nicht langweilig. Man könnte hier eine super Nude Make-up machen für Alltag, aber eine wunderschöne, nicht nur eine, also viele wunderschöne Smoky Eye kreieren. Besonders haben mich natürlich diese Blaufarben angesprochen und ich habe diese mit Schimmer getestet. Es ist mega. Entschuldigung, dass ich könnte für euch jetzt Swatches nicht machen, aber wie gesagt, das ist nicht für mich. Und das ist selber diese Schimmer. Ich habe gedacht, das wird runterfallen und wird grubelig. Wie heißt das? Also, versteht ihr? Aber es ist so sanfte, so butterweiche Qualität.
Und ich könnte mir vorstellen, eine Smoky Eye zusammen in Kombination mit dieser wunderschönen Blau und ja, dann, wo ist dieser hier? Genau, ich rede über dieser Schimmer, ja. Man könnte das und echt super. Das war's erstmal. Und jetzt ich gehe diese Gloss abwaschen. Ich mag ihn nicht. Nee, irgendwie mag ich ihn überhaupt nicht. Und zwar, wie meine Lippen sehen aus. Jetzt fühlen sich wie eine Pergamentpapier. Ich habe jetzt meine Lippen sauber gemacht mit Augenentferner Öl. Und das ging sehr schnell, sehr gut, also ohne Probleme. Das ist schon sehr gut, wenn ich denke über diese Lip Liner. Oh Gott. Okay, jetzt wir testen diese Lip Liner 010. Das Schwamm sieht so aus. Sehr interessant. Ich wollte verstehen, für wen wird das sehr gut? Für was? Das ist wirklich gut und praktisch. Ah, okay. Nee, erstmal zeige ich euch Swatch. Es wirklich fühlt sich wässrig, wässrig, wässrig. Ach oh Gott, also feucht. Farbe finde ich richtig schön. Also diese Spitze kratzt ein bisschen Lippen, ganz leicht. Muss man wirklich akkurat arbeiten, also weil kann sein, dass nachher kann man das nicht wegwischen. Es ist schon fest. Es wirklich geht ganz schnell. Hier kann man noch ein bisschen verblenden, aber da oben, wo ich das aufgetragen habe und ein paar Sekunden trocknen lassen, das kann man schon nicht, also nichts mehr machen. Na gut, es sieht so aus. Es war nicht einfach wirklich akkurat Lip Liner auftragen. Ich weiß nicht. Irgendwie es sieht nicht so ganz akkurat aus. Weil, wisst ihr, diese Linie sieht nicht so akkurat aus. Ich habe Gefühl, dass wenn man ein bisschen Falten hat, hier auf die oberste Lippen zum Beispiel, dann könnte das im Falten sitzen. Für diese Leute wird besonders schwer diese Lip Liner auftragen. Okay, stellen wir vor, wir wollen zum Beispiel zum dieser Kontur eine Lipgloss auftragen, der ist nude, also neutral, wie zum Beispiel Fenty Beauty in Farbe Fusel, also das sieht so aus. Okay, das sieht erstmal so aus und okay, Farbe passt nicht so. Es ist ganz deutlicher Unterschied und so mag ich nicht so gerne. Für mich wurde interessant, was sagt ihr dazu? Schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich nehme jetzt einen Lippenstift von Maybelline in Farbe 177, Beige Farbton, also meine Lieblings. Ja, das passt erstmal natürlich Lip Liner Farbe mit Lippenstift überhaupt nicht, aber das ist nicht der Schuld von Lip Liner. Ist okay. Das einzige, ich habe Frage, braucht man sowas? Sorry, meine Lippen jetzt rot, weil ich natürlich habe versucht, das wegzukriegen. Na gut, Lippenstift ist weg, Lip Liner ist noch da. Das ist nicht mein Ding. Sowas mag ich nicht. Das will ich nicht. Also, nein, ich könnte mich nicht einschließen. So, ich könnte das nicht entscheiden. Ich würde mich freuen auf eure Kommentare, was ihr sagt dazu. Sowas brauche ich nicht. Für mich ist doch besser mit ganz normale, stinknormale Lippenstifte, Lip Liner arbeiten. Naja, gut, okay, Mädels, ich hoffe, dass mein Video hat euch wieder ein bisschen inspiriert und gut gefallen und schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, was hat euch am meisten gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns ganz bald, eure Nathalie.